Servus Freunde der Fotografie und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial von mir. Heute klauen wir Juwelen und was wir genau machen, dazu gleich ganz kurz in eigener Sache. Bad News für euch, denn ich werde nicht mehr jeden Freitag ein Tutorial für euch raushauen können. Ich kriege das aktuell zeitlich nicht unter, da ich relativ viele andere Projekte noch nebenher habe. Und ein Tutorial für euch zu machen, da geht locker ein ganzes Wochenende für drauf. Man muss sich ja natürlich erstmal eine Idee überlegen. Dann muss man das Ganze natürlich auch noch irgendwie fotografieren und filmen und zusammenschneiden und schön mit Musik etc. unterlegen. Und zack, ist ein ganzes Wochenende bei mir zumindest draufgegangen. Und aktuell habe ich einfach die Zeit dafür nicht, aber ich werde trotzdem versuchen, 2 bis 3 Tutorials im Monat für euch zu erstellen. Irgendwas Cooles, was mir natürlich wieder einfällt, aber einfach nicht mehr jeden Freitag. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen und haltet mir die Stange. Und jetzt würde ich sagen, legen wir auch gleich mal los mit meiner Idee, die mir im Kopf herumschwirrt. Bildidee, denn ich möchte mit euch heute die Kronjuwelen klauen, ein Tresor knacken und generell schöne Reichtümer klauen, denn als armer Fotograf oder Hobbyfotograf hat man eh die Kohle, also ist so ein Bankraub oder so genau das Richtige. Und das ist auch meine Bildidee. Ich möchte heute Kronjuwelen klauen bzw. ein Tresor öffnen. Und was wir dafür brauchen, dazu kommen wir jetzt. Legen wir also los mit den Materialien, die ich verwenden möchte. Und ganz klar, du brauchst natürlich einen Gegenstand, der teuer aussieht. Und da ich jetzt hier ein armer Hobbyfotograf bin und nichts Teures zu Hause habe, nehme ich jetzt hier einfach eine schöne Glasskulptur, die ich mal geerbt habe. Das sieht natürlich auf Fotos eh immer cool aus. Und wenn du sowas nicht zu Hause hast, kannst du zum Beispiel auch einen Prisma-Würfel nehmen, den schön in Szene setzen oder so ein Glastropfen vom Weihnachtsschmuck etc. Einfach einen coolen Gegenstand, den du in Szene setzen möchtest. Ich finde, so Glasobjekte eignen sich natürlich jetzt hier besonders gut. Aber du kannst natürlich auch eine Münze nehmen etc. Oder ganz einfach so eine Spardose, die aussieht wie ein Tresor. Das symbolisiert natürlich auch, okay, da ist Geld. Dann brauchst du ein schönes Podest. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine silberne Schale. Obendrauf so eine Auflaufform. Und die habe ich jetzt hier einfach mit ein bisschen Knete zusammengeklebt. Das kann man zum Beispiel super als Podest nehmen. Ich kann das Ganze aber auch umdrehen. Jetzt hier noch ein kleines Gläschen reinstellen und das als Podest nehmen. Oder ich nehme jetzt hier einfach noch so eine Glashaube. Die passt jetzt hier auch noch perfekt rein. Und habe das jetzt hier als mein Podest. Also wie du siehst, kannst du da eigentlich fast alles nehmen. Du kannst einfach ein Glas nehmen, dort was draufstellen. Oder eine Tasse oder so eine Auflaufform nehmen, da was draufstellen etc. Und das Ganze einfach schön in Szene setzen. Dann als Untergrund benutze ich 2 schwarze Schieferplatten, um einfach einen schwarzen Untergrund haben zu können. Du kannst natürlich auch eine andere Farbe nehmen, wenn du möchtest. Und im Hintergrund hätte ich gerne auch schwarz. Und dann nehme ich einfach einen alten, kaputten Bildschirm, der bei mir noch herumfährt. Das hat auch wiederum den Vorteil, wenn ich den jetzt hier als Hintergrund habe, natürlich mit der Bildschirmseite, zack, nach vorne, dass der jetzt hier schön schwarz ist. Der reflektiert auch nicht ganz so stark, das liegt. Und der nächste Vorteil ist, ich möchte natürlich meinen Gegenstand auch ein bisschen schützen. Das heißt, ich schnappe mir jetzt hier einfach noch einen Laser. Also ein Laser wäre natürlich auch sinnvoll, wenn ihr einen habt. Und kann den mit ein bisschen Knete hier oben einfach hinkleben. Das heißt, zack, Knete drauf, Laser drauf und kann das Ganze perfekt ausrichten. Das ist natürlich in dem Fall jetzt hier sehr praktisch. Mein Tipp noch zum Laser, nehmt am besten einen USB-Laser und klebt den Anschalter jetzt hier mit ein bisschen Tape zu, damit er dann später die ganze Zeit leuchtet. Ansonsten müsstet ihr hier die ganze Zeit auf den Anknopf drücken, damit dieser läuft. Und dann könnt ihr das ganz einfach jetzt hier an eine Powerbank anschließen und der Laser läuft jetzt hier einfach schön durch, aber Achtung, strahlt euch damit nicht selber in die Augen, nicht anderen Personen oder Tieren, denn dadurch könntet ihr die anderen Personen etc. das Augen nicht verlieren und strahlt auch nicht auf euren Kamerasensor, denn damit könntet ihr euren Kamerasensor zerstören, vor allem mit den starken Lasern, die es zum Beispiel auch für ein paar Euro in Fernost zu kaufen gibt, also mit denen ist dann wirklich nicht mehr zu spaßen.
denn damit könntet ihr wirklich Sachbeschädigung oder Personenbeschädigung vollführen. Sogar so ein einfacher Laser hier reicht schon aus, um das Augenlicht zu schädigen. Also passt auf jeden Fall damit auf. Aber ich denke mal, ihr seid ja alle alt genug und wisst, wie man mit sowas umgeht. Dann als nächstes habe ich, wie gesagt, hier ein bisschen Knete. Das brauche ich jetzt einfach für meinen Laser. Klebe ich hier unten dran, um den dann einfach perfekt fixieren zu können. Und dann kann ich den einfach perfekt ausrichten. Also wie gesagt, an meinem Bildschirm, am Untergrund etc. Mein nächster Tipp ist, holt euch einfach ein paar Baumwollhandschuhe. Vor allem, wenn ihr mit Glas arbeitet, damit ihr keine Fingerabdrücke drauf seht. Vor allem in Kombination mit Knete hat man sehr, sehr schnell Fingerabdrücke. Dann als nächstes braucht ihr natürlich etwas, um den Laser sichtbar zu machen. Und mein Tipp, holt euch einfach eine E-Zigarette. Die gibt es relativ günstig und damit könnt ihr ganz einfach Rauch kreieren. Natürlich, falls du nicht selber Rauch einatmen möchtest, ist dann natürlich auch besser so, weil Rauchen schädigt dir auch. Dann kannst du natürlich auch ein Räuchermännchen nehmen oder ein Räucherstäbchen und damit Rauch generieren. Aber hiermit ist der Rauch natürlich schön dick und der Laser ist natürlich sofort sichtbar. Als einzige Lichtquelle benutze ich jetzt hier eine ganz normale Taschenlampe. Und da mir das Licht von der Taschenlampe zu hell ist, nehme ich einfach noch einen ND-Filter und setze diesen davor. Jetzt geht es natürlich noch um die Positionierung von der Taschenlampe. Ich möchte natürlich, dass das Licht von oben auf mein Objekt fällt, damit dieses einfach noch ein bisschen mehr in Szene gesetzt wird. Also brauchst du einfach eine Querschlange, wo du das mit ein bisschen Tape fixieren kannst. Du kannst ja natürlich auch ein Loch in die Decke bohren, fahren ran und es einfach runterhängen lassen. Das funktioniert natürlich genauso gut. Ich habe jetzt hier so ein billiges Greenscreen-Set und da ist eine Querstange dabei und da werde ich das später einfach heranpinnen und das sind jetzt hier meine Zutaten. Dann kommen wir jetzt auch zu meiner Kamera. Ich fotografiere mit der Olympus OM-D1 Mark II, also die, die mich gerade filmt. Und vorne dran habe ich meine Festbrennweite, die 17 mm. Und ich werde das Ganze vom Stativ fotografieren und mit dem Kabelauslöser auslösen. Mein Aufbau ist schnell erklärt. Im Hintergrund habe ich meinen Bildschirm, also einen schwarzen Hintergrund. Und als Untergrund habe ich Schieferplatten. Die sind auch schwarz, also habe ich eine komplette schwarze Umgebung. Für mein schönes Podest, das ich mir jetzt ganz kurz zusammenbaue, die Auflaufform einfach an die Schale mit ein bisschen Knete dran und einfach ein Glas umgedreht hineingestellt. Und das ist jetzt hier mein schönes Podest. Und jetzt kommen wir auch schon zur Lichtquelle. Dafür braucht ihr einfach ein bisschen Tape, also in diesem Fall Gaffer, und klebt euch das einfach an die Taschenlampe und fixiert damit einfach auch schon mal den ND-Filter. Und dann hängt ihr das Ganze einfach an eure Querstange von oben herunter. Jetzt müsst ihr nur das Podest ausrichten, eure schöne Figur oder was auch immer oben drauf stellen, vielleicht noch ein Schutzglas drumherum. Und dann bereitet ihr den Laser vor, nehmt ein bisschen Knete und pinnt diese Knete an euren Laser heran, schaltet den Laser mit eurer Powerbank an und jetzt könnt ihr den einfach dort positionieren, wo ihr ihn positionieren wollt. Licht aus, ein bisschen Rauch pusten und dann kann es mit den Fotos losgehen. Heute sind meine Kameraeinstellungen nur über Richtwerte, denn es hängt natürlich mit eurer Taschenlampe zusammen, was für einen ND-Filter ihr verwendet und was für einen Laser ihr verwendet. Also wirklich nur grobe Richtwerte für euch zur Orientierung. Ich habe im manuellen Modus fotografiert, manuell fokussiert. Mein Bildstabilisator ist natürlich auf ausgeschaltet, da ich ja hier vom Stativ fotografiert habe und natürlich mit Kabelauslöser ausgelöst habe, damit ich hier nicht verwackel. Dann war mein ISO-Wert bei 200, meine Belichtungszeit bei 4 Sekunden und meine Blende bei 7.1. Und das war meine Kameraeinstellung. Natürlich haben wir jetzt ein Problem. Wir haben nur ein Foto und ein Laser und das sieht ja relativ mau aus. Dementsprechend würde ich euch vorschlagen, schnappt euch euer Stativ, macht 5 bis 6 Aufnahmen von einer Position mit unterschiedlichen Laserpositionen und setzt diese dann in Lightroom und Photoshop zusammen. Und wie das Ganze geht, zeige ich euch jetzt. Ihr öffnet eure Serie, die ihr bearbeiten möchtet, also 5 bis 6 Bilder in Lightroom und macht die Basiskorrekturen, schneidet das Ganze zu, kopiert dann diese Einstellung auf alle 5 bis 6 Bilder, die ihr jetzt ausgewählt habt und importiert dann natürlich diese Bilder als Ebenen in Photoshop.
Nachdem ich jetzt meine Ebenen in Photoshop importiert habe, also alle Bilder übereinander liegen, gehe ich jetzt in den Einstellungen hier auf Aufhellen für alle Ebenen und schon sehe ich, wie mein Bild ungefähr aussehen wird. Jetzt muss ich auch hier noch ein paar leichte Korrekturen machen, da mir jetzt hier auffällt, Mist, der Vogel ist leicht verrutscht innerhalb von meinem Podest, weil das Podest sieht sauber aus, aber der Vogel ist leicht verrutscht. Das muss ich jetzt natürlich hier beheben und das mache ich auch relativ einfach. Falls ihr auch so ein Problem habt, macht euch einfach eine Ebenenmaske für die einzelnen Ebenen und stempelt das Ganze dann mit der Farbe Schwarz weg und Weiß könnt ihr natürlich Sachen wieder rückgängig machen. Also das klassische Ebenenprinzip. Aber hier gibt es ja auch genügend Anleitungen im Internet. Wie gesagt, ich mache das jetzt hier mal quick and dirty. Da mich jetzt auch oben die Reflexion hier stört, male ich diese einfach auch kurz weg. Zuerst habe ich es ein bisschen abgedunkelt, aber das war jetzt doch nicht so das Wahre. Also habe ich einfach einen normalen Pinsel genommen und habe einfach kurz drüber gemalt. Natürlich ein paar Reflexionen braucht ihr im Glas, damit das Ganze natürlich auch realistischer aussieht. Aber so ein paar Schönheitskorrekturen sind natürlich immer drin. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir wieder zurück in Lightroom. In Lightroom mache ich jetzt noch ein paar Schönheitskorrekturen. Ich entferne ein paar Pixelfehler, also diese regenbogenen Flecken, die mit der Zeit bei eurem Sensor erscheinen. Bei mir werden es leider immer mehr, also ist ein bisschen schade, aber gut, sowas fällt auch nur bei schwarzen oder weißen Flächen auf und die kann man ja ganz einfach jetzt hier wegstempeln. Dann mache ich noch ein paar Farbkorrekturen, damit das Ganze einfach noch ein bisschen stimmiger ist und auch dieses Übergemalte nicht mehr ganz so auffällt. Und da mir die Skulptur in der Mitte ein bisschen zu dunkel ist, mache ich den Bereich einfach jetzt hier auch nochmal mit einem Radialfilter ein bisschen heller. Aber da dieses Tutorial eigentlich den Schwerpunkt hat, diese Fotoidee mit euch umzusetzen und es auf YouTube ja genügend Tutorials für Lightroom und Photoshop gibt und das jetzt hier wirklich nur die Basics sind, denke ich, passt das für dieses Tutorial. Falls ich mal Lightroom oder Photoshop Tutorials machen soll, wo ich sowas genauer erkläre, dann schreibt mir doch einfach mal unten in die Kommentare. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal meine Ergebnisse an. Mir hat das Tutorial immer wieder richtig Spaß gemacht, mit Laser und Rauch zu arbeiten. Ich finde, das ist ein richtig starker Effekt und damit kann man richtig coole Sachen machen. Und wie schon vorhin erwähnt, ich werde jetzt nicht mehr jeden Freitag ein Video rausbringen, da ich das einfach zeitlich nicht schaffe. Aber ich hoffe, du hast Verständnis dafür. Natürlich wird es hier auch zeitnah wieder weitere Tutorials geben. Also ich setze mich auf jeden Fall ran, wieder was Cooles für dich herauszufinden. Aber es wird wahrscheinlich nicht nächsten Freitag sein, sondern einfach irgendwann zeitnah. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall eine gute Zeit, schönes Licht und viel Spaß beim Fotografieren. Ciao!